morning or evening or welcome back at the Rebecca vlog. The last few vlogs were Jesus Christ Superstar vlog, and now we're back at Rebecca. So it's time to vlog backstage and take you with me in my life as a musical performer here in Vienna. The first topic is, when I was a kid, I was at a Kleinkor Academy, and I made so many beautiful memories there. And it was actually one of the first groups that I had, musical groups where I got professional experience in singing. Can you maybe, can you don't teach I might be turning? Can you maybe, betting on teach I might be turning? And they came to Vienna a whole weekend to watch the show, the whole choir, and they were with 38 people came, and there were 22 kids there. It was amazing. I will show you right now how it went. I'm so thankful they came. It was, it's a beautiful memory, and I hope the kids will really appreciate it too. That's what I felt, at least. Then one of my really good friends came, Steven Roux. Eline de Jong is also studying here in Vienna, and they are friends from school, but also from, I did a lot of singing gigs with them in Holland with the company of Steven. So they came to the theater and we sang a little bit together, and now you can see it. Look. Beautiful. They also watched the show, and we made new beautiful memories together. Now we're back in heutige Zeit, like the actual time. So I'm gonna go have fun watching the vlog and see you at the end. So I am now in my dressing room, and I present to you. These are my costumes for the show tonight, because I'm going on as Ich. We have a new Ich in the show. That, I think, fits me. The color will make my eyes pop. Really? Phil is here! And tonight you're watching Glückner. And tomorrow you're watching Rebecca. And I'm really excited, and I'm so curious what you think about it. You already took me to lunch this afternoon, and we finally could talk a little bit again. How are you doing? Very good. Very good, very busy. Mm-hmm. It's very nice, and these were my last 2-3 days that I was like, if I don't make it now, I will make it in the next month. So it was like, I have to come to Vienna. That's to so see sweet. You. And can you already tell what you're doing in summer? Yes, I'm going to do Catch Me If You Can,
in Magdeburg and Robin Hood in Fulda. Oh my god, I have to find a date where I can see you both, because I would love to see you in both of the shows. It's crazy that you do two things in the same time and so different. It will be very different from very uptight, you know, he's pretending to be a pilot and the Robin Hood in the past. So much fun. Okay, but you will see Phil here in another days, because we're gonna vlog a little bit more, right? Have fun with the show! Good morning! We're still in a pyjama a little bit. Naya, you look actually really good. Thank you, come on, see her. But we have a concert on Friday together in Hamburg, so we have to rehearse a little bit. And Naya, let's see, give it a first try. Never sung this together. So, just to make clear, we didn't rehearse the same version. I rehearsed the version with Anton and Elisabeth, and we do the Tessa and Alex. I didn't check them. Unseren Augen sehen, vertrauen nicht, was sie nicht verstehen. Wir schaffen es zusammen, denn dir gehört mein Herz. Ja, dir gehört mein Herz. So etwas! Philip in the shower. Hallo, hallo! So, wir haben heute Morgen gut geübt für unsere Konzerte. Und jetzt sind wir unterwegs nach Kronacher Theater. Wir haben ein Presse-Event und Kinder haben einen Workshop gemacht für Rebecca und wir schauen das heute an. Und ich freue mich. Und Philipp schaut heute Abend die Show an. Ich bin so neugierig, was du davon findest. Ah. Die Kleine machen heute den großen Namen mit dem Ausblick auf den Auftritt der Show. Ich freue mich total drauf. Ich bin sehr neugierig und es ist eigentlich ein bisschen nostalgisch. So eine tolle Energie hat diese Nummer und deswegen haben wir uns die ausgewählt für die Kids. Wunderbar. Wollen wir mal schauen, was rausgekommen ist? Unbedingt. Dann freue ich mich. Wow, super. Danke für deine tolle Energie und das sah super aus, wirklich. Großes Applaus für ihr selbst. Künstlerin, einen jungen Künstler, der eventuell in diese Richtung gehen möchte? Ja, ich glaube, folge deiner Passion. Und das kann natürlich sein als Darsteller auf die Bühne, aber das kann natürlich auch sein als Techniker hinter die Bühnen oder vielleicht beim Licht oder beim Sound oder in der Presseabteilung oder hinter den Kamera. Aber überall, wo du Passion für habt, ich glaube, folge deinem Passion, das ist das Wichtigste und genieße es, have fun, das ist wichtig. Toll, danke vielmals. Wir haben jetzt noch eine zweite Gruppe und die bereitet sich, glaube ich, jetzt vor, indem die Requisiten eingerichtet werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Die anderen. Super, machst du das. Tschüss. Tschüss. Leute, ich bin wieder ins Theater. Es war so schön mit Philipp und auch das Event mit dem Kids war super schön. Wirklich, ich habe es so genossen. Es war so cool anzusehen und zu schauen. Ich spiele heute Abend und dann morgen habe ich meinen freien Tag. Fliege morgen früh nach Hamburg. Und dann singe ich dort wieder mit Philipp, mit Maximilian Mann und mit May Ann. Und mit sie habe ich noch nie gesungen, das freut mich total. Und das ist so ein privates Konzert in ein großes Hotel, glaube ich. So viele Leute haben gefragt, können wir Tickets kaufen oder so, aber diesmal nicht. Aber für Konzerte, die ich in der Zukunft mache, können Sie immer zu meiner Seite gehen. Da sieht man meine Agenda und da kann man Tickets kaufen für Konzerte, die ich in der Nähe Zukunft mache. Aber jetzt weiter anziehen und die Shows spielen. Spielen. Heute Abend guckt auch mein Phonetic Coach. So, ich muss sehr deutlich reden. Wie immer. Leute, angekommen in Hamburg. Es fühlt an wie 3 Uhr oder so. Aber es ist fast 10 Uhr morgens.
Ich gehe jetzt zu Elindo und Norte und meinem Neffe Leo. Ich habe ihm begegnet, wenn er 3 Wochen alt war. Und jetzt ist er 4 oder 5 Monate. Er ist ganz groß geworden und ich vermisse ihn so sehr und natürlich auch seine Eltern vermisse ich viel. So, dann treffen wir uns jetzt bei Elindo zu Hause für Frühstück. Ich habe noch 2,5 Stunden übrig und dann gehe ich mit Maximilian Mann, ein alter Bekannter, ins Theater und dann singen wir später mal. Ich nehme euch mit heute. Vielen Dank, ich wollte in Deutsch anfangen. Was? Ist alles auf Deutsch? Deutsch. Hast du dein Vlog jetzt auf Deutsch? Ja, viel doch. Echt? Oder, Leute? Auf Englisch. Auch. Aber wir können auch in Nederlands dann Untertitel geben. Das ist zu viel Arbeit. Die Niederländer denn? Die lernen ein bisschen Deutsch und Englisch. Und ich habe noch keine Klachten. Klachten, was ist das denn auf Deutsch? Ich habe super schön gefrühstückt mit meinen lieben Freunden und Leo ist so groß geworden. Und wie? Ja, weil letztes Mal, dass du in dem Vlog warst, dann hast du erzählt, dass du Papa wirst, glaube ich. Und wie? Jetzt bist du Papa von einem Baby von wie viele Monate? 4,5, fast 4. Wie ist das Vaterleben? Gut. Und auch, was ich finde immer, aber vielleicht sage ich jetzt Sachen, die ein bisschen so doof klingen. Ich finde das so, das Vaterleben gut zu kombinieren mit das, so diese Arbeit als Darsteller. Oh, gut. Weil ich arbeite natürlich nur am Abend und meistens schlaft er dann. So, ich verpasse nur 1 Stunde pro Tag von seinem Leben, weil morgens und mittags bin ich natürlich hier. Ja. Yeah. So, und ich glaube, wenn du eine so Office-Job hast, dann wäre es schwieriger. Ja. Weil sonst bist du den ganzen Tag... Ja, bis dass er natürlich noch zu der Schule geht, bist du eigentlich die ganze 4 Jahre überall dabei. Ja, und so, das ist eigentlich ganz gut. Ich habe dich vermisst. Ja, ich auch. Ich dir auch. Und Noah, geht es dir gut? Ja, sehr gut. Stolze Mama. Ich bin auch sehr stolz auf dich. Und ich auf dich. Schlaf auch hier. Aber... Guck mal, wie süß. Oh, er riecht so gut. Er riecht doch nach einem frischen Baby. Das ist der kleine Prinz, weil alles muss dunkel sein. So, er hat jetzt etwas auf seine Augen. Wirklich? Und ich habe das selbst auch. Ja? Ich habe auch immer etwas auf meine Augen habe, sonst kann ich schlafen. Das ist so süß. Du hast es auch. Ich muss jetzt gehen, weil anders bin ich zu spät. Ich muss jetzt zum Konzert gehen. Wir sind im Hotel angekommen und ich bin hier mit May Ann, Maximilian Mann und Philipp Pöttner. Und es war, diese Afternoon war schon so gemütlich. Wir haben viel gequatscht, aber auch das Konzert vorbereitet. Und wir sind jetzt ready to soundcheck. Sag mir gar nichts und sag mir noch so viel. Ja, ich will lernen, ich fange gleich an. Es ist alles so nah und doch so fern. Ich seh mich schon mit ihren Augen in dir. Jetzt suchst du mich und hast Sehnsucht nach mir. Und freu dich, uns beide trennt noch ein winziges Stück.
aus mit den Blumen. Ach, Süße. Wie fandst du es heute Abend? Es hat so viel Spaß gemacht. Ich konnte heute zum ersten Mal mit Nienke singen. Ja, und das war so schön. May war Jasmin nach mir. Nach dir, ich war deine Nachfolgerin. Mm, so schön. Ja. Und da haben wir natürlich... Und dann war ich Jasmin. Maximilian Mann. Hallo. Und er hat die Genie mit uns zusammen gespielt. Das stimmt. Mit uns beiden. Mit uns beiden. Und dann haben wir auch noch... Philipp, unsere Aladdin. So, wie war es heute, Leute? Hast du genossen? Ich habe es richtig genossen. Das war ganz, ganz toll. Tolles Publikum, tolle Stimmung. Es war echt schön. Ja, es hat Spaß gemacht. Tolle Energie. Auch unter uns. Ja, fand ich auch. Tolle Gruppe. Tolle Gruppe. Ich habe gerade gesagt, wie schön es ist, mit solchen tollen Leuten ein Konzert zu machen, die man kennt, mit denen man gerne arbeitet und wo man sich fühlt wie zu Hause. Mmh, ja, na süß. Komm, Gute. Wir sind gerade in der Pause angekommen und ich gehe mal zu Marc, seinem Garderobe. Ich schaue kurz, ob er zu Hause ist. Ja. Hallo? Ja. Marki! Ja, Marc! Nienke! Wie läuft die Show heute? Gut, ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich weiß aber gar nicht warum. Gibt keinen wirklichen Grund. Oh doch, ich war gestern trainieren und heute trainieren. Mhm. Und hatte vorher ein paar Tage Pause und da ist man dann erstmal so. Ja, genau. Oh, nein, aber ich habe einfach nichts gemerkt. Nee, es ist auch gut. Also die Stimme ist gut, ist alles da. Ich merke nur, dass es im Moment gerade so ein bisschen, die Beine sind ein bisschen schwerer. Aber nein, alles gut, aber nicht jammern. Es ist eine super Show, oder? Super das ist, wir haben Spaß. Mhm. Ja, und ja. Wo... Wir freuen uns nicht nur auf die Show Rebecca, ja. Auch auf ein paar Konzerte zusammen. Richtig, genau. Denn wir haben was Tolles vor, Open Air. Wir haben letztes Jahr haben wir schon mal ein Konzert am selben Standort gehabt. Mhm. Theater im Park am 26. August. Aber ja. Nicht nur wir zwei sind da an dem Abend, sondern auch Ana Milva Gomez und Drew Savage und eine fantastische Liveband. Okay. Haben wir schon entschieden, was wir singen? Weil anders Nein. Können wir jetzt fragen, ob sie ein paar Vorschläge haben. Ja, mach mal Vorschläge. Nee, ich habe die Liste, die Songliste noch nicht zusammengestellt. Ja. Aber ja, ich bin gespannt. Ja, sollen die Leute mal sagen, was sie hören wollen. Ja, cool. 26. August, wer noch kein Ticket hat. Kannst du es jetzt noch kaufen? Ist ja, oder ist es schon fast ausverkauft? Es ist fast ausverkauft. Okay, dann müssen sie schnell sein. Ganz aber kein Stress, weil wir noch ein Konzert haben. Das ist ein anderes Thema, aber ja. Das ist Weihnachten. Genau, das ist dann am 16. Dezember in der Stadthalle in Wien. Das organisiere ich zusammen mit meinem lieben Freund Lukas Perlmann. Ja. Und da ist unser Line-Up. Andreas Lichtenberger, Udo Kalpers ist wieder zurück in Wien. Freue mich. Lukas und ich, das sind die Herren. Noch zehn Minuten. Ja. Und die Damen, da freuen wir uns auch ganz besonders drüber, sind Karin Filipczyk, Marjan Szaki ist auch wieder zurück nach Babypause, ihr erstes Konzert. Wahrscheinlich, ich glaube schon, dass ihr erstes Konzert ist nach Babypause. Dann natürlich Nienke Lappen. Und warte, jetzt fehlt mir noch ein Name. Wer fehlt denn da noch? Ein Name? Was nicht? Anna Milva? Anna Milva. Ja, auch Anna Milva. Ja. Ja, natürlich. Anna Milva ist noch dabei. Nein. 16. Dezember in der Stadthalle in Wien. Wenn ihr Tickets kaufen wollt, www.stadthalle.com. Ich schalte es hier ein. Genau. Und da freuen wir uns drauf. Und wie freust du dich auf Sommer? Hast du noch schöne Planungen? Ja, ich hab, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Sommer vor mir, weil wir sehr viel Zeit haben zum Rumreisen tatsächlich. Wir werden ein bisschen Italien, werden ein bisschen Österreich, wir sind Deutschland. Also machen einen großen Roadtrip quasi. Genau. Und das mit mehr, Leo. Das mit Leo, natürlich, klar. Nee, der muss zu Hause bleiben, den Rasen mähen. nein, natürlich, klar. Das sind, glaube ich, 3 Wochen oder sowas. Und dann werde ich aber auch noch ein paar spannende Konzerte machen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Soll ich deinen Site verlinken? Dann kann ihr reinschauen, wo Marc all diese tolle Konzerte macht. Genau. Und dann kannst du ihn anschauen. Genau. Was machst du im Sommer? Jetzt haben wir so viel über mich geredet. Was machst du im Sommer? Was mache ich im Sommer? Ich gehe nach Köln und ich verbringe mal ein bisschen Zeit mit meiner Verlobte, weil ich ihn sehr vermisse. Aber auch mit meiner Freundin und Familie in den Niederlanden. So, ja, das ist man ja schnell. Von Köln nach Holland ist man ja genau, mit Autofahren und es wird richtig Pause, so chillen mit Familien und Freunden und da freue ich mich riesig. Jetzt muss nur noch der Sommer kommen und die Sonne kommen und dann
wirst du auch eine schöne Zeit in Köln haben und wirst gar nicht vermissen, dass du gar nicht in den Süden fliegen kannst. Okay, das war's. Danke, Mami. Tschüss. Ciao. Wie ein Hintergrund. Ich bin jetzt in der Maske und ich mache etwas ganz Besonderes, weil ich habe noch nie etwas anderes mit meinen Haaren gemacht. Die sind sehr lang. Bleiben auch lang, by the way. Ich schneide sie euch nicht. Aber ich habe immer dunkelblonde Haare. Man, es ist jetzt nass, es sieht ein bisschen dunkel aus. Aber jetzt machen wir es Aubergine. Aubergine. So wie meine Haare. Aber Aubergine. Du hast mehr Purple, oder? Du hast doch mehr... Oder ich dachte, ihr macht braun. Nein, Aubergine. Ah! Weil, ja, es ist doch, es ist, wie sagt man das, das ist kurzfristig halt, oder wie sagt ja, man das? Ja, aber wenn du noch das ist nur ganz kurz. Das ist ein Tönschon. Also ganz soft. Ganz sanft und es bleibt nur ein paar Tage und ich möchte gern etwas ausprobieren und erst haben wir gedacht dunkelbraun, aber dann dachten wir Aubergine. Vielleicht schneide ich das Ganze nicht in den Vlog rein, wenn ich weine oder so. Aber das wird alles gut sein. Ich habe noch nie etwas mit meinen Haaren gemacht. Noch nie. Und das ist es geworden. Schau mal. Okay, es ist ein bisschen leichterer als erwartet, um ehrlich zu sein. Weil ich dachte, naja, im Kamera sieht es eigentlich ganz gut aus. Es sieht ja ganz ein bisschen purple aus. Hier auch. Schau mal, mit Make-up ist es gleich viel besser. Aber es sieht noch zu hell aus. Ich möchte es gerne ein bisschen dunkler haben. Wow, it is so hot. It's like 25 degrees or something. I cleaned up the house. I organized everything. Yesterday I had a beautiful night with my girls, Abla, Livy and Kitty. It was such an amazing night. Officially it's my free day, but tonight there's like an event in the Ronacher where we're gonna present a few songs, Mark and I, and we rehearsed yesterday for it. I will show you right now. Schwarze Möwe fliegt es so ein bisschen mit, weißt du, dass ich einfach... Wenn ich tanzen will, dann tanze ich so, wie es mir gefällt. Aber... Oh nein, gut. Aber wir müssen mal ein bisschen etwas... Oh mein Gott, I'm obsessed with Twilight again. Ich habe wieder all diese Twilight-Movies gesehen. Mit Bella und Edward und Jacob. Und ich bin schon gerade mit meinem Make-up angefangen. Meine Haare sind schon in Locken gedreht. Und wir singen, ich singe Zeit in einer Flasche. Er singt etwas vom Krolog. Und er hat das mal, wir haben das dieses Wochenende geprobt zusammen. Und er singt das gigantisch. Ich habe ihn noch nie Krolog singen gehört und ich liebe es. Ich werde das natürlich nicht anziehen. Es ist ein bisschen zu sommerlich, weil es ist 26 Grad draußen. Hallo? Wahnsinn! Oh, aber es ist im Wintergarten in Ronach. Ich war da noch nicht so. Ich bin sehr neugierig. Und dann mal schauen, was passiert. Wir werden es genießen und ich glaube, es gibt auch Essen. Und wir sind angekommen in nicht das Raimund-Theater, Ronacher Theater. Ich habe meine Sachen hingestellt und dann haben wir erstmal Soundcheck. Heute haben wir kein Mikrofon, weil es nicht so viele Leute sind auf der Präsentation und es nicht notwendig ist, weil es in der Wintergarten ist und da ist viel Reverb. Thank you.
Wie geht's dir? Sehr gut. Auf unserem freien Montag sind wir hier ins Theater. Ja, meine Stimme war jetzt gerade gar nicht vorbereitet, montags zu singen. Aber ich glaube, das wird jetzt gleich gehen. Alles ja, gut. Total. Okay, wir filmen mal ein bisschen mit. Was für ein Trieb. Welchen Fest. Mein Fest. Ich hab die Feinde überwunden. So eng, dass du den Lauf der Welt in meinem Fest. So eng sind wir verbunden. Doch ich werd keine Marionette sein. Wenn ich tanzen will, dann tanz ich so, wie's mir gefällt. Ich allein bestimm die Stunde. Ich allein will die Musik. Guys, thank you so much for watching this vlog. Thank you so much for all your support and all your kind words always at the Bühneneingang and in the comments. Thank you, I really appreciate it. Because of you guys, I'm still making this vlog. So if you like the video, then please like and subscribe to my channel. Then you're the first to know when a new vlog is coming up. I'm already filming it. Thank you so much. See you soon. Bye.